Meine Freunde. Weiter geht's mit Anu. Yeah, 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 yeah. Moin. 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 So, Fahrzeug. Diese Flotte, Alter. Sie wird so vernichtet, einfach nur, wenn sie uns angreift. So vernichtet. Wir haben einfach so viel Geld, dass wir einfach so viele. Wir können einfach so hart pumpen. So geil. Einfach. Einfach geil. Einfach nur episch. Einfach. Ich wollte eigentlich noch mehr Kunststoffviech bauen, aber dann sind uns die Rohstoffe ausgegangen, genau. So, ich baue mal zwei neue, obwohl ich baue erstmal eins. Ich baue den einen mal weg. Ich weiß nämlich nicht, wie das jetzt aussieht. Geht das hoch? Geht nicht hoch. Schlecht. Ich habe immer irgendwie richtig Schiss vor so Bränden. Ja, okay, aber eigentlich müsste ja 1 auf 1 kommen, so. Warum geht das denn nicht hoch? Warum? Der hat doch die Leute im Einzugsgebiet. Los, mach mal was hier. Ach doch, jetzt geht's. Warnung. Produktion gestoppt. Ja, interessiert mich das. Jetzt müsste eigentlich theoretisch die ist nur auf 60%. Warum ist die nur auf 60%? Die hat doch übel viele Ölraffinerien. Hier im Umkreis. Alter. Du so stressig. Wir haben doch nicht vor, groß ins Ölgeschäft einzusteigen. Fragezeichen. Oh Gott. Ist unsere Flotte bald kommt. Sie erledigen das. Naja, doch, ich krieg's nämlich nicht hin. Deswegen. Also, wann greifen wir an? Nee, wir greifen sie nicht an. Wenn sie uns den Krieg erklärt, dann greifen wir an. Wir können Zockoff später. Das dauert noch 20 Minuten, ne? Ja, eben. Also, dann wissen wir auch Bescheid ungefähr, wie lange die Folge geht. Oh mein Gott, komm schon. Oh Mann, Hamburger. Was mache ich jetzt? Soll ich jetzt die Stadt aufbauen, die neue? Nein, erstmal noch keine Stadt. Wir müssen jetzt erstmal die Leute abgegradet kriegen. Welche Leute? Ich bin in einer dringenden Fresse. Ich will mal wissen, Fehler kommt. Nee, erstmal versuchen, dass die Leute hier bei uns upgraden. Dafür Green Acres mehr. Hamburger, so. Was machen wir nicht noch platzmäßig auf Neon? Da ist noch ziemlich viel Platz. Industrie. Hast du noch was vor mit? Ja, gut. Industrie. Fahrzeug alles fertiggestellt. Ich lasse noch ein paar von diesen Minen halt frei. Neues Fahrzeug. Weil ich eventuell denke, dass da noch mehr kommt, was wir bauen müssen. Und da ist ja irgendwie alles. Kupfer und Uran ist da noch. Ja. Und da will ich, das will ich dann. Also Uran ist auf jeden Fall ist sehr wichtig. Ja, können wir nämlich Atombomben bauen. Ohne Spaß jetzt? Ich hoffe doch. Weil so militärtechnisch ist das Spiel ja nicht so, ja. Ich will Atombomben. Ja, wenn es das geben würde. Ich glaube, ich habe bei Pizmeet gesehen, wie sie Atombomben gebaut haben. Bei wem? Bei Pizmeet. Haben die es auch gemacht? Die haben es, ja, aber nur, nicht endlos, sondern nur kurz. Wir machen es endlos, für immer. Naja, okay, vielleicht nicht ganz, aber. Für eine längere Zeit auf jeden Fall. So, dann machen wir jetzt noch eine coole Refinery. Ultimatum, Alter. Die hat uns echt ein Ultimatum ausgestellt. Ja, und die kriegt auf die Fresse. Ja, lass aber doch auf jeden Fall noch mehr machen. Ja, kannst ja noch ein paar bauen, wir haben ja gut Geld. Okay, mach ich. Wir können an den einzelnen Standorten, wo noch keine Fische sind. Haben wir überhaupt noch Fische genug Munition? Rein. Ach so, ja, aber nee, machen wir nicht. Hast du eigentlich für Munition eine Flotte ausgelegt? Ich habe eine Handelsroute für Munition mit maximal alles zu Green Acres. Alles zu Green Acres. Gut, weil das Ding ist nämlich. Sie erledigen das doch wirklich für mich, oder? Wir haben doch noch übel Munition, Alter. Also ich nicht übel, aber. Geguckt. 26. Oh, da will mich schon wieder einer upwaken. Wer ist denn das die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir doch nicht sagen. Ach so, Munition. Ich hab dir dann. Okay.
Ach so, doch, Munition. Ich vergesse deine Bitte und sag's nochmal, dann schlage ich da auf den Monitor, wo dein Gesicht ist. Sehr gut. So macht man Geschäfte. Och, Alter, wie oft will das noch sagen? Ganz ehrlich. Was, worum geht's denn? Ja, dieser komische Spurensuchen-Typ wieder. Sie vergessen doch ihre Aufgaben nicht, oder? Achso, das, oh ja, das kotzt an, wie Sau. Oder? Ich dachte, du meinst jetzt irgendwer, der dich jetzt dem TS anstoppst. Der ist auch nervig. Der ist auch nervig, aber nicht so nervig wie die Leute von Anno. Die Leute von Anno schaffen es einfach, es auf die Spitze zu treiben. Es ist wirklich so, ne? Anno, es ist zwar cool und geil und so, aber Alter, die Leute sind so nervig. Also. Ohne Spaß. Eve, Alter, bei Eve könnte man ausrasten. Ja, Eve ist nicht so schlimm wie, sie vergessen doch meinen Auftrag nicht. Sie vergessen doch meinen Auftrag nicht. Sie vergessen doch meinen Auftrag nicht. Oh, das hasse ich, wenn es so eine Mindestbegrenzung für Truppen in einem Pool gibt. Weißt du, was ich meine? Dass man zum Beispiel nur 20 Schiffe mit einem... Oh, das ist hässlich. Das ist hier so. Oh Gott. Das hasse ich. Deswegen spiele ich StarCraft 2. Was? Deswegen spiele ich StarCraft 2. Das hasse ich so. Oh Gott. Ja, wir müssen uns dann trennen, aber erstmal noch nicht. Nein, schon wieder. Ich vergesse auch meinen Auftrag nicht. Ist der Auftrag fertig? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Das ist echt. Oh Gott, wie so ein dreijähriges Kind. Also. Ich weiß nicht, wie ich deinen Auftrag mache. Jetzt halt die Fresse. Beton. Neon. So, einmal 120 Tonnen Spirituosen nach Neon. So, ich baue noch mehr... Beton ist da, ne? In Neon. Ach so, aber noch nicht ausgeladen. Jetzt aber. 40 Tonnen. Reicht das? Werkzeuge... Ja, reicht. Werkzeuge sind auch noch da. Also es müsste eigentlich alles da sein, warum? Ja, Werkzeuge werden ja hier produziert. Ist. Ja. Es wird hier alles produziert, außer Beton. Noch mehr. Alter, es kann hier aber nicht. Wer? Du. Achso, ja, ich hab noch zwei gemacht. Alter, wir werden sie alle wegfisten, einfach nur, ey. Ist einfach... Einfach nur gestört. Kunststoff. Habe ich das überhaupt richtig geschrieben? Kunststoff, es ist zu spät. Noch mehr Kunststoff. Nochmal 40. So. Oh, eine Flotte. Erste Speicherung. Bitte gib dir mal diese Flotte. Gleich, ist speichert gerade. Alter. So, jetzt hoffentlich funktioniert das, dass genug Kunststoff mal produziert wird. Mal sehen, Flottenvergleich. Hat die überhaupt schon Militär? Hat die überhaupt? Ich schätze, wenn sie uns... Ich glaube... Weißt du, was das Geile ist? Wenn sie... uns angreift, dann nehmen wir uns die große Insel. Ja, auf jeden Fall. Oh, die kriegt auf die Insel. Ich nehme die. Außerdem hat sie eine Insel mit positiv, nee, mit negativer. Aber wie soll man denn mal mit Schiffen Land angreifen? Das geht gar nicht. Und wie fühlt man dann hier Militär? Wir müssen im Hafen angreifen, glaube ich. Wir brauchen, glaube ich, Flugzeuge oder sowas. Aber das kennen wir ja noch nicht, weil wir noch keine Ingenieure haben. Ich weiß auch nicht, warum die nicht leveln. Ihr habt doch alles, was ihr wollt. Ihr habt Nahrung. Ihr habt ihr nicht. Ich habe einen Lifestyle nicht so hart. Ich brauche mehr Lifestyle. Green Arcus. Ich habe sogar mehr Burger nach Green Arcus geschickt. Oh mein Gott. Wie kein Fleisch. Was ist mit dem Fleisch los? Ach, Aromastoffe. Ich dachte, das wären Pflanzen, nein, Aromastoffe. Okay. Fährt er zuerst nach Hamburger. So, ganz ehrlich hier, Warnung. Produktion gestoppt. Kunststofffabrik. Was? Warum? Lager voll? Nein, Lager nicht voll. Warum? Weil Eve dumm ist. Weil Eve dumm ist. Welche überhaupt?
Noch 13 Minuten, bis das Ultimatum zu Ende ist. Ich find's lustig. Oh, ach so, die eine ist immer noch bei 0. Diese Forschungs-, diese Dr. Bartok, die uns den Krieg, die sind, also fast den Krieg erklärt hat, also das Ultimatum. Die fängt erst an, Militär zu produzieren, wenn das Ultimatum abgelaufen ist. Die hat doch wohl Militär. Die hat nichts. Doch, die hat Kommandoschiff 1. Wo? Ganz oben, links, aber es ist 1. Und oh fuck, U-Boote. Die kriegen, von denen kriegen wir auf die Fresse. Meinst du? Naja, sie hat 1, aber sie, ich glaube zum Angreifen muss sie. Und sie hat Flugeinheit, eine Flugeinheit. Ja, auf jeden Fall. Die ist nicht so schlecht eigentlich, wie wir dachten. Ja doch, sie hat nicht so viel. Wir, guck, also, wir aber, können keine U-Boote angreifen, aber sonst alles. Guck dir bitte an, was wir für eine Flotte haben. Ja, guck es dir einfach an. Es ist gestört, ich weiß. Ja, und was sie dann für eine Flotte hat. Und dann, wie wird der Kampf wohl ausgehen? Ich hätte richtig Bock auf U-Boote oder so. Ja, aber das können wir noch nicht bauen, weil... wirklich für mich, oder? Fresse. Alter, Taikon-Kriegsschiff, Kolossus musst du dir mal reinziehen. Ja, ich will Kolossus, aber dafür müssen die leveln und das geht nicht, wenn sie keine... kein Lifestyle und so haben. Deswegen habe ich jetzt noch mehr auf Neo noch mehr Öl-Dings Viech gepumpt. Tja. Hä, warum produzieren die ganze Zeit nichts? So inkompetent. Inkompetenz. Überall Inkompetenz. Ist so. Vielleicht, weil die Straßen zu lang sind. Ich habe mal wieder tatsächlich ein bisschen Beton dabei. Jo, sehr, sehr gut, ja. 80 Tonnen, um genau zu sein. Das ist formidable. Ich produziere jetzt einfach... Was packe ich jetzt hier drauf? So, wir brauchen, glaube ich, einfach mehr Handelswaren-Speicherviecher. Weil die einfach so weit laufen müssen immer, glaube ich. Ist tatsächlich so, also ich schätze es mal. Deswegen brauchen die so lange, um das abzuliefern, dann ist immer Produktion gestoppt. Deswegen habe ich jetzt mal noch ein paar neue gebaut. Sagst du noch mehr Öl? 1, 2, 3, 4. 1, verdammt, daneben geklickt. Egal. Und 1. Und hier noch eine Straße ran kloppen und dann. Aber aus Iron Gate kann man auch noch einiges machen. Da ist noch sehr viel, also sehr viel Platz. Ja, geht. Guck dir mal an, wie viel dieses eine, diese Berglandschaft wegnimmt. Schau. Ja, aber guck mal da rechts. Oh ja, oh, oh, das ist ja noch übel Platz. Ja, meine ich ja. Ich mitbekomme. Oh mein Gott, da kannst du ja noch was machen lassen. Auf jeden Fall, ganz schön viel. Also bei Iron Gate geht auf jeden Fall noch was, würde ich sagen. Denke ich auch. So, hier unten kann ich doch sicherlich noch so eine Hafenbehörde platzieren. Kannst du bitte Bauzellen nach Iron Gate bringen? Ja, klar. Und zwar so viele wie also halt ein volles Schiff. Also 120. Genau. Ja, okay. Weil da sind gar keine mehr und Bauzellen. Der Okeanus... Wie die Schmelzwerke eigentlich alle nur auf 30% arbeiten. Okeanus ist vollgeladen, fährt jetzt los. Warum arbeiten die ganzen Schmelzwerke nur auf 30%? Ja, Kompass nimmt jetzt nochmal ein paar Spirituosen mit. Wir haben so viel Granulatzeug übrig. Mistral ist wieder da. Ich auch wieder ein bisschen was mitgenommen. Ich glaube, Mistral war aber Dings, ne? Nee, war keine. Nee, war nicht. Ja, wir brauchen mehr Hamburger auf jeden Fall. Welche Insel war noch cool? Ja, Solaria, unten rechts. Kannst du da eventuell was hin schaffen? Solaria? Ich dachte eigentlich, ich fange jetzt mit Quant an. Quant, was war? Ja, aber, obwohl die hat auch Gemüse, ne? Ja, nee, hat sie nicht. Nee, wir brauchen erstmal Hamburger, das ist wichtig, weil wir müssen die Leute leveln lassen, damit wir neue Schiffe bekommen. Okay, dann fange ich jetzt hier an. Da muss ich aber erstmal eine Fracht hier hinbringen. Ja, 3 coole Ingenieure haben wir jetzt. Oh mein Gott, wir brauchen Atomwaffen, glaub. Wir brauchen neues Zeug. Und wir können wieder, oh Gott. Können Schnellstraße. Flack. Gut, dann fange ich jetzt an Solaria. Dann baue ich jetzt Solaria auf, okay? Was ja, aber bitte erstmal nur, weil Solaria ist. Nee, Bürgerstadt. Solaria wird nur. Ein Burger King. Offensichtlich ja. Haben Sie das Prinzip verstanden.
Was willst du? Wittert? Hä? Der gibt uns 25 Euro. Der will sich bei uns einschleimen. Weil wir guten Ölkonsum haben. Junge, wir produzieren unser Öl selber, du Spast. Und wir werden, selbst wenn wir kein Öl mehr haben und alle unsere Leute sterben, oh mein Uhr piept, werden wir nicht bei dir kaufen, Sokov. So. Niemals. Merk es dir. Ja, Solaria nur Burger. Und aber die Minen freilassen, bitte. Und da können wir Waffen produzieren, eventuell. Aber was ich jetzt erstmal mache, ist auf, Also was soll ich jetzt machen? Iron Gate noch Bauzellen. Bei Solaria... Nein. Wird das kein Verlustgeschäft. So ein Idiot. Wir geben dir nichts, Sokov. Was ich jetzt sagen wollte, ne? Auf Solaria. Da soll ich nur auf Burgerproduktion gehen, oder was? Genau, aber trotzdem diese komische, das Stückchen freilassen halt. Was, welches Stückchen? Für Minen. Der Baubereich ist geblockt. Du meinst keine Minen bauen, einfach nur? Doch, doch. Genau das solltest du. Okay, also Minen bauen. Ja, aber auch Burger halt. Erstmal Burger, Minen später. Lade Daten. Oh. Wir können Baupläne für SAAT kaufen. In unserem Baumenü. Kostet 100.000. Hast du gemacht? Ja. Noch nicht. Mach ich jetzt. Mache. Ja, ist gut. Aktualisiert. Das Geld haben wir. Freigegeben. Was können wir jetzt da machen? Ölplattform. Wow. Gezeitenkraftwerk. Oh, das baue ich gleich mal. Sofort in, wo war das? In Iron Gate. Halt's Maul. Hä, warum kann ich das hier nicht bauen? Nein, wir können einen neuen Trimaran an unserer Arche erwerben. Das möchtest du aber eventuell du übernehmen. Weil du weißt, dass die Arche... Was ist ein Trimaran? Ich weiß es nicht. Hört sich krass an. 5000, ja, warum nicht? Geld haben wir immer noch. Ja. Iron Gate, immer noch Bauzellen, please. Das Ultimatum läuft in 50 Minuten ab, Alter. Das wird Kannst lustig. Du bitte immer noch Bauzellen liefern nach? Iron Gate? Ja. Oh, wir haben U-Boot. Cool. Ja, okay, mach ich. Aber es kann nicht kämpfen. Mistral steht bereit. 100 wieder, 102. Warte, oder liegen die hier schon? Ach nee, musst du nicht. Ich hab doch da schon einmal hingeschickt, oder nicht? Nee, ja, reicht. Alles gut. Ich dachte, die waren noch nicht da. Ein bisschen Fisch können wir ein bisschen rüberliefern. Weil es hier voll mit Fisch. Wo brauchen wir Fisch? Brauchen wir irgendwo Fisch? Ich finde, hier Green Acres könnte Fisch vertragen. Ich baue hier noch eine Fischerei hin. Nee, Fisch haben wir bei Dings, Alter, meine ich. Was ist das denn bitte? Nee, Fisch ist voll. Was haben wir denn jetzt bitte für ein Baumenü? Ja, ich mach das. Ein Reiter fehlt jetzt hier und... Oh, da fehlt kein Reiter. Nein, das ist einfach bei Techs. Das ist Techs. Techs, okay. Verstehe. Oh, Unterwasserzeug. Das ist schön. Ich freu mich. Egal. Noch mehr Stahl. Stahlproduktion. Achtung. Produktionsstillstand. Betonfabrik? Warum? Schon wieder. Wo ist denn hier das? Das Warendepot ist doch direkt nebenan. Ist voll oder was? Voll, tatsächlich. Kannst du Beton von Rainbow's End... Wir können Atomkraft bauen, ne? Geil. Bockt sich hart. Legacy. Was macht Legacy? Wo sollte die hin? Wo hast du die gefunden? Hier vor Iron Gate. Ich baue noch eine freie Mine. Ah, hier ist eine freie Mine. So, dann... Alter, Legacy. Unser erstes Schiff. Ja, krass, ne? Alter. Bitte scroll mal ganz runter. Jetzt kann man unter Wasser scrollen. Tauchtiefe erreicht. Oh, geil. Richtig geil. Oh, bockt sich hart. Wie geil. Eisenschmelze, Warendepot. Schade. Ich hatte Großes mit Ihnen vor. Tut mir leid, aber wir wissen nicht, wie wir die Mission machen. Oh, Entsäuerungsstation. Das ist dieses hässliche Ding. Wenn ich ganz schnell, glaube ich, in irgendeine Mine stecken muss. Kann ich dann Wellen machen und dann das Handelsschiff aus der Kurve bringen? Wir brauchen gleich Stahl, dann können wir Entsäuerungsstationen bauen. Und die machen 100 Ökobilanz besser oder 90. Das ist richtig hart. Informationen waren nützlich für Sie. Fresse, Eve. Meine Information war nützlich für sie. Ich bin toll. Du bist scheiße.
Jetzt gibt es nämlich neue Rohstoffe, und zwar Stahl und Carbon. Ja. Und das gibt's nämlich auch in Neon, oder? Oder nicht? Stahl, das machst du einfach durch Eisen. Ich baue jetzt erstmal ein bisschen Stahl. Brauchen wir nämlich für die harten Schiffe. Also Häuser gar nicht bauen, auch Solaria. Gar nicht. Gar nicht, nee, ist viel zu klein, guck dir das mal an. Also nur Burger und so sowas. Ja, hier könnte. Was ist hier? Uran. Moment, bevor du hier anfängst, muss ich mal kurz gucken. Es gibt jetzt auch Schnellstraße. Mhm. Was bringt das? Soll ich einfach. Ich mache aber normal mit normalen Straßen weiter. Erstmal Schnellstraße, wir haben genug Geld. Ja, mach. Soll ich? Ich glaube, dann kommen die Produkte einfach schneller an. So. Okay, mach. Oh, Frachtlager. Krankenhaus. Das ist gut. Ich baue mal in jede Insel so ein Fracht. Sind jetzt Krankenhäuser. Hin? Wo kommt so ein Frachtlager hin eigentlich? Muss im Hafenbereich errichtet werden, okay. Scanne Lagerkapazitäten dieser Insel. Alle Parameter im Bereich. Du hast gerade die eine Insel so hart vollgebaut, dass ich hier keinen Hafenbereich habe. Wo? Ein Frachtlager bei Neon, aber egal. Ich baue nämlich jetzt überall so ein Frachtlager. Ich hatte aber auch eine ziemlich kleine Küste. Aber ja, aber wir können. Kannst du hier weitermachen, an der anderen Küste? Läuft schon. Erstmal, baue ich überall, also an manchen. Ich habe jetzt ein paar Frachtlager gebaut. Alles klar. Oh, Krankenhaus. Sollten wir eventuell uns mal gönnen. Da mache ich jetzt halt Schnellstraße. Ja, yeah, jetzt werden so Leute auch krank. Aha. Super. Das finde ich irgendwie dumm, irgendwie, weiß ich nicht. Unnötig. Nö, das ist schon nötig. Die Kosten des Wachstums. Wie energieknapp. Was? Oh nein, wir haben nur noch minus 1000, plus 1000, was sollen wir tun? Okay, ich kümmere mich drum. Ja, Neon mache ich schon. Okay. Ich baue gleich Kraftwerk. Zack, okay. Geregelt. Oh, Green Aquas auch. Ne, Green Aquas nicht. Hat nur ein bisschen gedauert. Ja. Hamburger. Wollen die anderen wahrscheinlich zwingend haben, ne? Wir brauchen auf jeden Fall mehr Burger. Lass mich die Burger machen. Du nimm mal die Flotte. Oh, ich kann die auch kurz machen, das ist kein Problem. Nee, ich krieg das schon hin, weil ich habe gerade nichts zu tun. Deswegen, du kannst dann. Beziehungsweise. Ich wollte irgendwas machen, habe ich das vergessen. Ja, wir haben eh keine Baumaterialien für Burger. Beton. Scheiße, du brauchst Beton. Ja, exactly. Ich hol kurz, ja. Jojo, warte. Okay, oh, Speicher. Jetzt kommt ein Cut. Folgencut. Spiel gespeichert. Ist klar. 8 Sekunden, das Ultimatum. Das seht ihr dann im nächsten Part. Nein, wenn wir jetzt Pause machen, dann. Stimmt. Ich werde nicht zulassen, dass das Spielprogramm durch sie in Gefahr gerät. Sie haben schon mal intelligenter gehandelt. Gerade von Ihnen hätte ich. Ah, jetzt kommt auch noch der Professor Devi dazu. Oh Gott. Egal, wir nehmen es mit allen auf. Wir nehmen es mit allen auf, aber ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Nächste Folge seht ihr dann den Epic Fight. Wollen wir Sokka auf nächste Folge killen? Wir müssen uns erstmal um diese. Ja, die greifen uns nicht an, die beendet nur diplomatische Beziehungen. Echt? Die Hülle ist elektrisch geladen. Ja, okay. Ja, hat sie gesagt. Okay. Gut, dann tschüss und bis denne.